Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der 12. Nationalen Maritimen Konferenz aus Rostock. Der Austausch ist ja pandemiebedingt leider nur zum größten Teil virtuell. Nur einige wenige Vertreter sind hier getestet zu Gast. Ich begrüße den Gastgeber Norbert Brackmann, Koordinator für Maritimes der Bundesregierung. Ich begrüße Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Zugeschaltet ist Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ich hoffe, Sie können uns hören. Ich begrüße herzlich Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des Küstenlandes Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe, Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern und Klaus Ruhe-Matzen, Oberbürgermeister unserer Gastgeberstadt Rostock. Herzlich willkommen. Jeder wird ein kurzes Statement geben, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Sie können sie im Chat stellen oder per Hand heben. Ich rufe Sie dann auf. Und beginnen mit den Statements wird Herr Brackmann, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, als zu Beginn der Legislaturperiode die Bundeskanzlerin mich berufen hat in dieses Amt, hat sie mir mitgegeben, dass ihr die Nationale Maritime Konferenz besonders am Herzen liegt. Und diese im 12. Jahr der Nationalen Maritimen Konferenzen hier in Rostock auszurichten, ist mehr als ein Gebot der Stunde. Denn es geht von hier die klare Botschaft aus, dass die gesamte Bundesregierung, und das wird auch mit der Anwesenheit der beiden Bundesminister für die wichtigsten Ressorts hier dokumentiert wird, hinter der maritimen Wirtschaft steht, und zwar in allen ihren Teilbereichen, Zulieferindustrie, Werftindustrie, Hafenindustrie, Seebinnenschifffahrt, Meerestechnik, Offshore-Wind und damit das ganze Thema Klimawandel. Der Pandemie zum Trotz treffen wir uns hier in Rostock. Und Rostock nicht von ungefähr, weil Rostock der Brennpunkt geradezu ist im Moment, der einerseits zeigt, welche Risiken die Pandemie bedeutet, aber auf der anderen Seite auch eben zeigt, welche Zukunftschancen ausgehen für die maritime Wirtschaft. Da bildet Rostock eine hervorragende Plattform mit seiner Vernetzung, seiner Technologieoffenheit. Es ist ein mutiges Unterfangen, aber es werden sehr positive Signale hier von der Nationalen Maritimen Konferenz gesetzt. Dies alles war nur möglich, weil Bund, das Land und auch die Stadt hier super zusammengearbeitet haben in der Vorbereitung. Deswegen auch an dieser Stelle mein ganz herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, der Hansestadt Rostock. Sie alle haben mit dazu beigetragen, diese Voraussetzung hier zu schaffen. Wir werden hier unter dem Motto Wirtschaft braucht mehr alle Facetten der maritimen Wirtschaft in den nächsten Tagen besprechen können, immer mit der Zielrichtung, die Wertschöpfung hier im Land zu halten, hier in Mecklenburg-Vorpommern, hier in Deutschland. Und wir beschäftigen uns mit den Zukunftsfragen, mit Klima und Umwelt. Und das ist eine der Kernfragen. Auch dieses Signal wird hier von Rostock ausgehen, dass wir noch in diesem Jahrzehnt ein Zero-Emission-Ship bauen wollen. Auch da eine Federführung bei einer Firma, die hier in Rostock beheimatet ist. Aber diejenigen, die dort mitarbeiten, kommen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Und sie werden hier auf der Nationalen Maritimen Konferenz zugegen sein. Und wir werden gespannt sein darauf, wie wir damit umgehen können. Und das ist auch das Signal, dass das Image, das Schifffahrt zum Teil eben noch hat, dass viele Schadstoffbelastungen damit verbunden sind, eben in Zukunft nicht mehr sein werden. Heute Nachmittag werden wir hier in Rostock die Landstromanlage in Betrieb nehmen können. Und wir werden damit das Signal in die Welt hinaussenden, Klimawandel wird am Beispiel maritime Wirtschaft deutlich und es wird deutlich, dass wir sie schaffen können. In diesem Sinne wünsche ich dieser Konferenz einen hervorragenden Verlauf und gehe davon aus, dass wir viele Möglichkeiten haben und nutzen werden, auch den digitalen Fortschritt und die Forschung, die es auf dem Gebiet gibt, hier zu präsentieren. Wir sind bei dieser Konferenz mit über 1200 Anmeldungen
in einer Stärke vertreten, wie das noch nie auf einer nationalen maritimen Konferenz war. Und das gibt uns den Beleg dafür, dass unsere Agenda hochinteressant, hochspannend und hochzukunftsträchtig ist. Danke. Vielen Dank, Herr Brackmann. Herr Minister Altmaier, bitte. Herzlichen Dank, Frau Unkrath, Frau Ministerpräsidentin, Herr Oberbürgermeister, lieber Kollege Harry Klawe, lieber Norbert Brackmann. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir über wichtige Themen sprechen können. Und bevor ich damit beginne, möchte ich ein ganz herzliches Wort des Dankeschöns an den maritimen Beauftragten der Bundesregierung, an Norbert Brackmann, richten. Lieber Norbert, du wirst nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Deshalb ist es auch keine parteipolitische Belobigung, sondern es ist einfach von mir als dem zuständigen Minister das Anerkenntnis des höchsten Respekts und der großen Dankbarkeit für die Arbeit, die du jetzt 4 Jahre lang in meinem Ministerium für die Bundesregierung insgesamt geleistet hast, mit hoher Kompetenz, mit unermüdlichem Fleiß, ohne dich in den Vordergrund zu drängen, aber immer da, wenn du gebraucht wurdest, und du hast in dieser Zeit viel erreicht. Auch, dass diese maritime Konferenz heute hier stattfindet, ist von dir wesentlich mit der Unterstützung der Landesregierung natürlich vorangetrieben worden. Und wenn alles so gekommen wäre, wie wir es erhofft hatten, dann wären hier einige tausend Menschen in der Stadt zusätzlich zum Anschauen, zum Schnacken, zum Networken, zum Abschließen von Geschäften und vieles mehr. Das hat nicht sollen sein. Das Land, die Gastronomie, die Hotellerie, der Einzelhandel, aber eben auch die maritime Wirtschaft sind in einer schweren Situation durch die Corona-Pandemie. Niemand hätte sich vorstellen können, dass mehr als ein Jahr lang die Normalität ausgesetzt ist, dass es immer wieder Einschränkungen, Stilllegungen, Lockdowns geben würde. Und deshalb soll der heutige Tag auch Mut machen. Mut machen in einer schweren Zeit, dass Politik und Wirtschaft, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dass wir alle zusammenstehen und diese Probleme überwinden und dafür Sorge tragen, dass die maritime Wirtschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Wenn ich über maritime Wirtschaft spreche, dann ist das mehr als nur die Küste. Maritime Wirtschaft findet sich in ganz Deutschland. Die Wertschöpfung ist sehr, sehr groß. Sie ist für ein führendes Industrieland wie Deutschland unverzichtbar. Unsere weltweite Geltung, unsere Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene hängt auch davon ab, wie gut wir bei der maritimen Wirtschaft aufgestellt sind. Und das waren wir vor der Corona-Pandemie und das werden wir nach dem Abklingen der Pandemie auch wieder sein. Dafür müssen wir alle gemeinsam kämpfen. Wir hatten bereits vor der Pandemie, und darüber habe ich bei meinem maritimen Frühstück, das ich vor 2 Jahren bei der Konferenz in Friedrichshafen eingerichtet habe, wir haben uns dann mehrfach getroffen mit Reedereien und ihren Besitzern, mit verantwortlichen Politikern. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben von außerhalb von Europa zum Teil eine Wettbewerbssituation, die das Reagieren der Europäischen Union notwendig macht. Es ist zu Wettbewerbsverzerrungen gekommen. Es gibt Länder, die in sehr eindeutiger und manchmal auch aggressiver Form versuchen, Teile des zivilen Schiffbaus zu monopolisieren oder zu dominieren. Und deshalb werden wir diese Entwicklung nicht einfach tatenlos geschehen lassen. Ich habe vor 2 Jahren eine Industriestrategie vorgestellt, damals heftig umstritten und kritisiert. Heute gibt es eine große Einigkeit in Deutschland in der Politik über Parteigrenzen hinweg, dass wir gegen derartige Wettbewerbsverzerrungen auf Ebene der Europäischen Union aktiv vorgehen müssen. Wir haben in der Corona-Pandemie mit Kurzarbeitergeld, mit Hilfsprogrammen, mit Steuermoratorium, mit dem WSF verhindert, dass es zu einem Substanzverlust der deutschen Wirtschaft und der maritimen Wirtschaft gekommen ist. Wir haben dafür gesorgt, dass die Unternehmen stabilisiert werden konnten in einer weiß Gott nicht einfachen Zeit. Und wenn man mit den Verantwortlichen spricht, hat man ein Gefühl dafür, wie schwer das ist. Der Kreuzschifffahrtbau ist teilweise weltweit zum Erliegen gekommen, weil es kaum eine Perspektive gab,
die über die Pandemie hinaus gewiesen hat. Ich persönlich bin überzeugt, es werden auch wieder Kreuzfahrtschiffe gebaut. Und es wird von uns abhängen, wie wir uns so darauf vorbereiten, dass Kreuzschifffahrtbau auch in Europa und auch in Deutschland weiterhin heimisch ist. Wir müssen weitermachen mit der Vernetzung aller Komponenten der maritimen Wirtschaft. Norbert Brackmann hat sie genannt. Nicht nur Schifffahrt und Häfen und Forschung, Werften, Motoren, Maschinenbau, Meerestechnik und Tourismus, sondern eben auch die akademische Ausbildung so vieler junger Menschen, die Kontakte, die es gibt in andere Regionen der Welt, zu anderen Industrieländern. Das alles ist wichtig. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns ein Ziel gesetzt haben, dass wir das erste Null-Emissionsschiff bereits vor 2030 vom Stapel laufen lassen wollen. Das ist sehr ambitioniert, aber es ist die Zukunft. Ich habe vor über 40 Jahren im Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen Bericht gelesen über Magnetschiffe, die mit Magnetkraft emissionsfrei um die halbe Welt fahren. Sie sind nicht gebaut worden, aber wir haben jetzt die Verantwortung für die jüngere Generation, dafür zu sorgen, dass Klimaneutralität hergestellt wird. Und wir wollen dies auch hier vorantreiben. Wir haben im Konjunkturprogramm der Bundesregierung 1 Milliarde Euro für die maritime Wirtschaft und den Schiffbau zusätzlich zur Verfügung gestellt, neben allen anderen Maßnahmen. Und wir werden dafür sorgen, dass dieses Geld umgesetzt wird. Ich freue mich, dass sich so viele daran beteiligt haben, dass wir das Thema Klimaneutralität gemeinsam ernst nehmen und erkennen, dass darin für die maritime Wirtschaft auch eine weltweite Chance liegt, führender Anbieter der modernsten Schiffe und der modernsten Anlagen zu werden. Und ich freue mich besonders, ich habe mit dem Oberbürgermeister Herrn Matzen darüber eben schon gesprochen, dass etwas realisiert wurde, über das lange geredet wurde. Und es kam nie voran, nämlich der Landstrom. Der Landstrom ist wichtig für Schiffe, die auf Reede oder am Hafen liegen, die sehr viel Diesel verbraucht haben in der Vergangenheit, Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel. Und wir haben uns vor 2 Jahren in Kiel getroffen mit den Ministern der zuständigen und Ministerpräsidenten der zuständigen Bundesländer. Wir haben vereinbart, wir machen das gemeinsam. Wir schaffen die Bedingungen im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, dass der Strom begünstigt wird. Wir sorgen dafür, dass Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur zur Verfügung gestellt werden und dass wir heute die größte Anlage Europas für saubere Häfen in den Normalbetrieb entlassen, ist etwas, Frau Ministerpräsidentin, darauf und Herr Oberbürgermeister und lieber Norbert und Harry, darauf kann dieses Land stolz sein, darauf kann diese Stadt stolz sein und darauf sind wir alle stolz. Für die Stadt ist wichtig, dass Stickoxide damit auch verringert werden und die Luft besser wird. Für unser Klima ist besser, dass Millionen von Litern Diesel in den nächsten Jahren weltweit dadurch eingespart und ersetzt werden können. Und es zeigt, dass eben technologisch sehr vieles möglich ist, wenn der Wille vorhanden ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen für die maritime Konferenz gute Gespräche und dass wir uns hoffentlich in 2 Jahren nach dem endgültigen Ende der Pandemie, schon in diesem Jahr hoffentlich, dann wiedersehen auf einer großen und zukunftsoptimistischen maritimen Konferenz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Altmaier. Als Nächster dann bitte Minister Scheuer. Ja, meine Damen und Herren, quasi als Außenreporter hier aus Hamburg herzliche Grüße nach Rostock. Es war kein Büroversehen, dass ich in Hamburg bin und irgendwie die falsche Stadt gewählt habe an dieser Stelle in Bezug auf Rostock. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist genau dieses Bild, das die maritime Wirtschaft ausmacht. Ich habe auch einen Grund, denn wir haben hier ein großes Infrastrukturprojekt von 1,8 Milliarden Euro für einen anderen Verkehrsträger. Deswegen herzliche Grüße als Außenreporter von Hamburg nach Rostock. Wirtschaft braucht mehr. Ich sage, das Meer braucht Deutschland. Denn 2 Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Die Meere beeinflussen das Klima. Sie sind schützenswerte Lebensräume und zugleich wichtige Verkehrswege für die globalisierte Wirtschaft. 95% des Warenaustausches weltweit erfolgen per Schiff. Gemessen an ihrer Transportleistung sind Schiffe
die mit Abstand umweltfreundlichsten Verkehrsträger. Im Vergleich zum Landverkehr transportieren sie deutlich mehr Ladung und das bei erheblich weniger Emissionen. Trotzdem bleibt unsere Aufgabe, den Transformationsprozess, wie der Kollege Peter Altmaier beschrieben hat, mit zu unterstützen, weil das Meer braucht Deutschland und vor allem deutsche Innovation. Herr Oberbürgermeister, ich war schon sehr, sehr oft in Rostock. Bei unserem letzten Besuch konnte ich mich überzeugen von unseren Liegenschaften der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Wir waren an der Hochschule beim Simulator. Wir haben Fachgespräche geführt und so auch mal gesagt, für einen anderen Verkehrsträger können Sie sich über die erhebliche Förderung für die Warnow-Brücke freuen. Das betrifft eher den Fuß- und den Radverkehr. Was wir jetzt an positive Botschaft geben können, ist ganz konkret: Rostock als Veranstaltungsort, nicht nur für die maritime Konferenz, sondern wir wollen Rostock als umschlagstärkster Hafen an der deutschen Ostseeküste mit der Vertiefung des Seekanals den Zugang zu den Weltmärkten nachhaltig sichern. Künftig können hier Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 15 Meter einlaufen. Und deswegen haben wir jetzt zügig das Planfeststellungsverfahren zur Vertiefung in der Bearbeitung. Bis Sommer ist mit dem Planfeststellungsbeschluss zu rechnen. Wir investieren hierfür 128 Millionen Euro. Ich darf Danke sagen, nicht nur an den maritimen Koordinator, lieber Kollege Brackmann, sondern auch an den Chef im Haushaltsausschuss von CDU und CSU, Ecki Rehberg, der an dieser Stelle wirklich ganz massiv mitgeholfen hat, diese wichtige Investition zu machen. Warum machen wir das? Weil wir nicht nur die Infrastruktur verbessern wollen, sondern, wie es Peter Altmaier besprochen hat und vorgestellt hat, auch in den Anlagen, nicht nur bei der Schifffahrt selber, bei den Schiffen, sondern auch bei den Häfen, möglichst viel klimafreundliche Innovation und Investition zum Tragen zu bringen. Das bezieht sich auf die Antriebe, auf die Kraftstoffe. Und wir haben einen Transformationsprozess, nicht nur beim Thema Klimaschutz, sondern auch beim Thema Digitalisierung. Wir wollen mit Förderprogrammen, IATEC beispielsweise oder digitale Testfelder an Häfen, ein wirkliches Angebot machen. Ziel ist das Erforschen innovativer Hafentechnologien und die Weiterentwicklung der automatisierten und vernetzten Schifffahrt. Ich habe mich hier gerade bei unserem BSH, Sie sehen es, wo ich ungefähr stehe, wer sich auskennt, nämlich auf der Terrasse des BSH, davon überzeugen können, dass wir bei der automatisierten und autonomen Schifffahrt einen wirklichen Sprung machen. Deutschland ist an dieser Stelle Innovator für die Welt. Wir haben für die Medienvertreter auch eine klare Botschaft, dass wir mit den letzten Jahren die Nord- und Ostsee zu den saubersten Meeren weltweit gemacht haben. Das ist die europäische Vorgabe. Das ist aber auch unsere sehr, sehr starke Überwachung. Mit Flugzeug, mit Schiffen überwachen wir die Nord- und die Ostsee. Und das führt dazu, dass Innovationen zum Tragen kommen. Und in den internationalen Konferenzen und internationalen Gremien wollen wir diese deutsche Innovation, diese europäische Innovation stärker noch implementieren. Da braucht man Mehrheiten dazu, aber Deutschland ist da ein starker Treiber dieser Technologie. Vor allem auch die neuen Antriebe. Ich habe unlängst hier hinter mir an dem Platz dort vor dem BSH, an dem Dock, die Altair an den Start gebracht. Unser Labor, unsere schwimmende Forschungsinsel, die mit LNG angetrieben wird und schon jetzt vorbereitet wird für synthetische Kraftstoffe. Wir haben viele Förderaufrufe, wir haben Förderprogramme in Bezug auf die Antriebe, in Bezug auf die Digitalisierung. Wir unterstützen mit Millionen von Euro diese Innovationen und wir wollen eine klimafreundliche, nachhaltige, effiziente Schifffahrt organisieren und das von Deutschland heraus mit dem Druck, dass wir in den internationalen Gremien diese guten Erfahrungen, diese neuen Erfahrungen in die Welt hinaustragen. Und dazu ist diese maritime Konferenz so wichtig, weil wir natürlich Ihre Unterstützung brauchen, liebe Medienvertreter, dass wir, was wir in Deutschland antreiben,
in Bezug auf die Klimaziele, auf die Digitalisierung wollen, dass hier investiert wird, hier geforscht wird, hier entwickelt wird, um es dann mit einem wirklichen Schub in die Welt hinauszutragen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch nach Rostock, herzlichen Glückwunsch an den Oberbürgermeister, an die Ministerpräsidentin, an den maritimen Koordinator und natürlich auch an meinen Kollegen Peter Altmaier. Wir arbeiten hier eng zusammen, jeder an seiner Stelle, damit die maritime Wirtschaft in Deutschland Zukunft hat und Erfolg hat und eine Botschaft geben kann, dass die Seeschifffahrt als wichtiger Partner des Logistikweltmeisters und des Exportweltmeisters Deutschlands effizienter und klimafreundlicher wird mit unseren interessanten Förderprogrammen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Scheuer. Frau Ministerpräsidentin Schwesig, bitte. Ja, vielen Dank und ein herzliches Willkommen zur Nationalen Maritimen Konferenz hier in Mecklenburg-Vorpommern, hier in unserer größten Stadt und unserer Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Und mit dieser Stadt sind wir das Tor zum Ostseeraum und das Tor für viele Wirtschaftsbeziehungen in den Ostseeraum hinein. Und deshalb freue ich mich sehr und bedanke mich beim Koordinator der Bundesregierung, bei Ihnen, Herrn Brackmann, dass wir die Konferenz in diesem Jahr hier in unserem Land machen und freue mich natürlich, dass die Bundesregierung durch Herrn Altmaier und Herrn Scheurer vertreten sind. Nachher natürlich die Kanzlerin auch noch ein Grußwort spricht. Und das Bild hier auf der Pressekonferenz steht eigentlich dafür, wie wir gemeinsam die maritime Wirtschaft in Deutschland und ganz besonders auch in unserem Bundesland voranbringen. Bund, Land und Stadt hier in Rostock, aber auch an anderen Orten unseres Landes gemeinsam für eine starke Wirtschaft, für gute Arbeitsplätze. Und darum geht es ganz konkret in unserem Land. Dass die Konferenz in Mecklenburg-Vorpommern stattfindet, auch in diesen Corona-Zeiten natürlich hybrid, ist ein wichtiges Zeichen in unser Land, aber auch für ganz Deutschland. Denn Mecklenburg-Vorpommern ist ein führendes Land, wenn es um maritime Wirtschaft geht, weil wir natürlich die natürliche Anlage direkt an der Ostsee für die maritime Wirtschaft haben und weil wir gleichzeitig viele Traditionsunternehmen haben, Klein- und Mittelunternehmen bis zu großen Unternehmen wie unsere Werften, aber wie zum Beispiel auch AIDA als beliebtes und bekanntes Kreuzfahrtunternehmen. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir die maritime Konferenz hier stattfinden lassen im Terminal. Ich glaube, direkter kann eine maritime Wirtschaft nicht am Meer stattfinden, wie gerade hier an diesem Ort. Auch wenn wir es natürlich bedauern, dass die vielen Gäste nicht persönlich da sein können. Aber wir müssen alle mit der Corona-Pandemie umgehen. Es geht nach unserer Einschätzung im Land auch nur noch um wenige Wochen, bis wir die Möglichkeit haben, wieder Schritt für Schritt in die Normalität zu kommen, dank des Impfstoffes. Und wir sehen ja, dass die zunehmenden Impfquoten auch positiv sich auswirken. Und trotzdem ist es gleichzeitig wichtig, dass wir uns nicht nur von der Corona-Pandemie sozusagen negativ beeinflussen lassen, sondern darüber sprechen, wo die Stärken in Deutschland liegen, wo die Stärken in Mecklenburg-Vorpommern liegen und wie wir unsere Wirtschaft weiter unterstützen können und damit Sorge dafür tragen, dass wir gute und vor allem auch gut bezahlbare Arbeitsplätze haben. Und da spielt die maritime Wirtschaft in unserem Land eine sehr große Rolle. Wir haben ca. 500 Unternehmen mit 13.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erwirtschaften einen Umsatz von 2 Milliarden Euro, was für ein doch kleineres Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern ein wichtiger Standbein ist. Und diese maritime Wirtschaft ist sehr vielfältig. Wir haben vom Schiffbau natürlich mit unseren Werftstandorten bis zur Hafenwirtschaft, von der Meerestechnik und über die Offshore-Windenergie bis hin zum Kreuzfahrttourismus eine große Vielfalt in dieser maritimen Wirtschaft. Und darum geht es uns auch. Wir wollen keinen Bereich aus dieser Vielfalt wegbrechen lassen, sondern wir brauchen diese Vielfalt für die maritime Wirtschaft. Und die Wirtschaft am Meer und mit dem Meer schafft eben bei uns gerade gute Arbeitsplätze. In vielen dieser Bereiche haben wir eben gerade tarifgebundene, gut bezahlte, auch Industriearbeitsplätze, wie zum Beispiel bei den Werften, die wichtig sind für die Menschen, die hier leben und natürlich für die Wertschöpfung. Und deshalb ist unsere Aufgabe, in die Zukunft zu schauen, aber gleichzeitig während der Corona-Phase alles dafür zu tun,
die Branchen, die durch Corona natürlich ins schwierige Fahrwasser gekommen sind, auch zu unterstützen. Dazu gehören unsere Werften, die vor allem sehr stark am Kreuzfahrttourismus hängen. Und dazu gehört natürlich auch zum Beispiel der Kreuzfahrttourismus selbst. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit zunehmender Impfung wir auch die Corona-Pandemie hinter uns lassen und dass dann die Sehnsucht nach Urlaub, die ist ja jetzt schon da, die Sehnsucht nach Urlaub wieder, die ist jetzt schon da, sozusagen dann auch Bahn bricht. Und dass wir deshalb auch zukünftig, ich will das ausdrücklich unterstreichen, was hier gesagt worden ist von Peter Altmaier, wieder Kreuzfahrttourismus brauchen, haben werden und dafür natürlich auch die Schiffe brauchen. Und natürlich können wir nicht einfach so weitermachen wie vorher, sondern schon vor der Pandemie haben wir uns damit beschäftigt, wie kann eigentlich zukünftig Schifffahrt, ob im Kreuzfahrtbereich, ob im Wirtschaftshandelsbereich, wie kann das auch ökologischer werden? Denn unser Ziel ist eine CO2-freie Ostsee. Das ist unser Ziel. Und nachdem das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern schon beim Thema Offshore, Sie sehen nur leicht die Windräder hinter uns an der Wand, wir haben aber viele Windräder in der Ostsee, nachdem wir schon beim Thema Offshore sozusagen führend sind, wollen wir jetzt auch beim Thema ökologische Schifffahrt, umweltfreundliche Schifffahrt vorangehen. Wir setzen zum einen große Hoffnung auf die Wasserstofftechnologie als Speichermedium für Strom aus erneuerbaren Energien, aber eben auch als umweltfreundlicher Antrieb für große Maschinen und Motoren. Und wir können ganz unterschiedliche Bereiche der maritimen Wirtschaft weiter voranbringen, wenn es uns gelingt, diese Technologie zur Marktreife zu bringen. Es ist uns schon mit Offshore gelungen. Was gab es alles für Diskussionen, als die ersten Windräder in die Ostsee gestellt worden sind? Heute sieht man, der Offshore-Bereich ist marktfähig, er ist führend für erneuerbare Energien. Und wir schließen einen zweiten Punkt daran, das wird uns auch mit der Wasserstofftechnologie gelingen. Und die OECD hat deutlich gemacht, und deshalb, Herr Scheurer, habe ich gar nichts dagegen, dass Sie hier aus Hamburg Ihre Grüße senden, denn die OECD hat deutlich gemacht in ihrer Studie, dass der ganze Norden die Möglichkeit hat, Weltmarktführer gerade in diesem Bereich erneuerbare Energien und Wasserstofftechnologie zu werden, weil hier kommt natürlich die erneuerbare Energie am meisten her. Und deswegen arbeiten wir mit allen norddeutschen Ministerpräsidenten zusammen an diesem Ziel. Und der Punkt, der sich daran anschließt, ist angesprochen worden, ist, dass wir heute die Landstromanlage in Betrieb nehmen. Und das ist ein gemeinsames Projekt von Bund, Land, der Stadt Rostock, dem Hafen und der Firma AIDA. Ich kann mich gut erinnern, wie wir diesen Vertrag, das zu machen, vor über 2 Jahren unterschrieben haben. Und künftig können an den Liegeplätzen P7 und P8 2 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig mit Ökostrom aus Wasserkraft beliefert werden. Und damit haben wir aktuell die größte Landstromanlage in Europa. Und das ist genau der richtige Weg, dass wir die maritime Wirtschaft in ihrer Tradition voranbringen, aber gleichzeitig auch mit der Klimafreundlichkeit, der Umweltfreundlichkeit zukunftsfähig machen und damit auch neue Technologien entwickeln und damit auch letztendlich auch Weltmarktführer sind in dieser Frage. Da sehen wir eine große Chance und das ist der Beweis, dass Wirtschaft und Umwelt zusammengehen und nicht gegeneinander stehen. Und daran arbeiten wir hier. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Engagement in der Stadt Rostock selbst. Wir haben da eine ganz enge Zusammenarbeit, aber auch für das Engagement des Bundes. Das kann hier alles nur gemeinsam gehen. Und so verstehe ich auch die Maritime Wirtschaftskonferenz, von der gerade hier von Rostock und von Mecklenburg-Vorpommern ganz konkrete Impulse ausgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schwesig. Ich möchte Sie gerne erinnern, dass Sie im Chat Ihre Fragen schon stellen können oder die wenigen Journalisten, die im Raum sind, mir das vielleicht signalisieren. Aber jetzt hat erstmal Minister Glawe das Wort, bitte. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream, sehr geehrter Herr Altmaier, Herr Brackmann, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, lieber Herr Scheuer, schönen Gruß nach Hamburg aus dem schönsten Nordosten Deutschlands, also wir sind Urlaubsland Nummer 1, Herr Scheuer. Bayern muss sich dran gewöhnen. Und lieber Oberbürgermeister, wir haben diese 12. Nationale Maritime Konferenz sehr gerne ausgerichtet. Und ich kann mich gut daran erinnern, vor 2 Jahren in Friedrichshafen waren alle guter Stimmung. Da
Da gab es eigentlich kaum Probleme, ob es im Kreuzfahrtbereich war, ob es bei der maritimen Industrie allgemein war oder auch bei den jeweiligen Zulieferern. Allgemeine Zuversicht, dass also die maritime Wirtschaft insgesamt läuft und selbst die Zulieferer hatten kaum Klagen. Aber alle wissen, mit der Pandemie hat sich das gesamte Bild gerade in der Kreuzfahrt gewandelt. Ab März 2020 war es eben so, dass tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit, alleine wenn man mal auf unser Land guckt, in Mecklenburg-Vorpommern, aber eben da ist auch Schleswig-Holstein mit gemeint, Hamburg mit gemeint, auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen und Bremen. Das sind alles Dinge, die wir damals nicht gesehen haben. Und Kurzarbeit war eines der größten Mittel, um überhaupt Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das hat gerade in der maritimen Industrie sein Positives gehabt. Es gab wenig Entlassungen, aber natürlich gab es insgesamt bei der Produktion der Schiffe doch Verzögerungen. Es wurden Schiffe auch zurückgestellt und damit gab es auch Zukunftsängste aller Couleur, vom Manager bis hin zum Beschäftigten auf den Werften und bis hin zu den Zulieferern. Und da will ich ausdrücklich der Bundesregierung Dank sagen, dass das Instrument der Kurzarbeit eines war, was dazu geführt hat, dass wir aus Zukunftsperspektiven aufbauen konnten, dass wir Übergänge schaffen konnten und dass am Ende auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Werften und bei den Zulieferern gehalten werden konnten. Altmaier, das ist nochmal großen Dank. Sie haben sich ja sehr dafür auch eingesetzt, dass die Themen so auf den Weg gebracht worden sind. Andererseits haben wir natürlich auch gesehen, wo müssen wir insgesamt weiter umsteuern. Und ein Thema war es, die Frage Kreuzfahrt, wie wird sie wieder anspringen, welche Perspektiven gibt es und natürlich auch welche Bedenken. Das hatte man ja jetzt seit einem Jahr in der Diskussion. Passagierschiffbau, hat es eine Zukunft, ja oder nein? Die Frage der Zukunft der Werften, da ist Papenburg genauso betroffen wie Bloemfontein oder Flensburg oder hier in Mecklenburg-Vorpommern, die Werften in Wismar, in Rostock-Warnemünde, in Stralsund. Auch die Fragen, die auch gerade die Politik bewegt haben im Zusammenhang mit der Diskussion mit dem Bund. Da ging es ja um die Frage Marineschiffbau. Den haben wir mittlerweile, glaube ich, gut im Griff. Und das ist in den letzten Wochen und Monaten gut gelungen. Das kann man auch so sagen. Und die Frage von Behördenschiffen wird ja noch diskutiert. Aber auch, ich hoffe, dass wir dort auch Dinge vorankriegen, dass wir auch die deutschen Unternehmen da weiter mit stärken können. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch zu den Fragen der Dienstleister, alles, was um die Zulieferung herum geht und auch an Scheuer gerichtet, auch Bayern hat ja MAN und ist ein großer Produzent oder der die großen Motoren für die Schiffe dann auch liefert. Und auch Bayern ist sozusagen ein Player in diesem Segment, maritime Industrie und mit den Antrieben geht es ja auch bis hin zu Erneuerbaren, bis hin zu der Frage auch Elektromotoren. Das sind ja alles Produkte, die in nächster Zeit auf den Markt kommen. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es mittlerweile auch Schiffe, die angetrieben werden, alleine mit Solarantrieben, gerade auf Flüssen oder auf Seen etc. Ostseestahl ist da so ein Beispiel, die das in den letzten Jahren hervorragend hinbekommen haben. Wir brauchen, und das hat die Ministerpräsidentin schon erklärt, wir haben hier 15.000 Beschäftigte in der maritimen Industrie. Davon sind 3.700 direkt auf den Werften. Die anderen sind Zulieferer oder im Bereich Offshore etc. tätig. Im Offshore-Bereich haben wir in den letzten Jahren auch dank der Genehmigungsverfahren einerseits im Land, aber andererseits eben gerade vor der Küste, 6-Meilen-Zone etc., ist ja auch Bundesgeschäft, denke ich, eine gute Zusammenarbeit insgesamt hingekriegt. Die große Herausforderung war eben auch, wie stellen wir die Liquidität auf den Werften bei den Zulieferern sicher. Da hat der Bund erhebliche Anstrengungen unternommen. Ich will aber auch sagen, das Land
hat immerhin auch 50 Millionen Liquidität bereitgestellt, um Engpässe bei Fragen von Löhnen oder bei Fragen von offenen Rechnungen oder etc. Da haben wir als Land also auch Geld in die Hand genommen, um dafür zu sorgen, dass also diese Industrie, das ist das Herzstück für Mecklenburg-Vorpommern, nicht vom Netz geht. Und wir, glaube ich, werden den Weg schaffen. Dann etwa in einem halben Jahr werden die Dinge sich, glaube ich, deutlich aufhellen. Und die Frage, die ja immer hier auch viele bewegt, wie geht es insgesamt mit den Werften weiter? Ich kann Ihnen sagen, dass wir in sehr guten Gesprächen mit dem Bund sind. Und wir gehen davon aus, dass wir Ende Mai Ihnen dann eine Lösung präsentieren werden. Einerseits mit Zustimmung von Genting, andererseits, glaube ich, auch an die Zustimmung des Bundes. Und am Land wird es nicht scheitern. Soweit will ich das vielleicht mal sagen. Bitte da noch um etwas Geduld. Aber ich sage Ihnen, wir haben richtige Fortschritte gemacht. Und von daher warten Sie es noch ein bisschen ab. Aber es wird am Ende nach meiner Meinung ein positives Ergebnis geben. Soweit vielleicht von mir. Was wäre vielleicht noch wichtig? Es geht ja um die beschleunigte öffentliche Beschaffung, was so ein Thema ist. Oder auch die Frage der Behördenschiffe habe ich schon angesprochen. Und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das will ich nochmal deutlich sagen, ist eine sehr wichtige Geschichte, die vielen Unternehmen geholfen hat und auch weiter hilft. Da will ich mal nehmen, die Deutsche Lufthansa nehmen oder nehmen Sie TUI oder andere. Ein Wort zur AIDA. AIDA hat ja seinen Standort hier in Rostock und wird also in naher Zukunft auch wieder hinausfahren auf die jeweiligen Meere, Ostsee und auch Nordsee. Es wird teilweise so sein, dass sie keine Häfen anlaufen, aber auch dort ist sozusagen am Horizont das Licht zu sehen. Wir gehen davon aus, dass also auch hier der Standort, der ja nicht nur hier in Mecklenburg-Vorpommern ist, in Rostock, sondern eben auch in Hamburg. Von daher will ich jetzt mein Statement beenden und bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank. Und denken Sie an Mecklenburg-Vorpommern, schönste Urlaubsland in Deutschland. Vielen Dank, Herr Klawe. Jetzt die Stadt Rostock. Oberbürgermeister Matzen, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrter Herr Minister Altmaier, sehr geehrter Herr Minister Scheuer, lieber Herr Brackmann, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, vorweg, lieber Herr Brackmann, vielen lieben Dank, dass Sie die 12. Konferenz in Rostock abhalten. Ich entnahm eben Ihrem Grußwort, dass dieses Jahr das Jahr ist mit den meisten Anmeldungen, 1200 Anmeldungen. Und da muss ich sagen, es ist zwar interessant, dass wir die Premieren statt eines digitalen Formates sind, dennoch hätte ich lieber die 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Arm genommen und für unsere Region zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir die Gelegenheit noch einmal kriegen werden und einen weiteren Konferenz hier abhalten können, damit wir die Menschen von unserer Region, von unserem Hafen, von unserer Industrie überzeugen können. Ja, der Runde der Dank wäre jetzt natürlich kompliziert, aber dennoch nehme ich Sie auf. Ich möchte mich natürlich auch bei den beiden Herren Ministern für das viele Geld bedanken, das man in den Projekten in Rostock in den nächsten Jahren steckt, in den Glauben, in dem man in Rostock hat. Ich glaube, was entscheidend ist, wir stehen vor eine enorm wichtige Dekade. Für Rostock ist es Rostocks Jahrzehnt, in dem wir sehr viel Infrastruktur, in dem wir eine BUGA, in dem wir die Digitalisierung, eine agile Verwaltung, Smile City Rostock erreichen wollen. Aber wir haben ja nicht nur Geld vom Bund bekommen, sondern auch vom Land. Deswegen, liebe Frau Ministerpräsidentin, vielen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit und immer offenen Ohr vor den Rostocker Ideen und Vorschlägen und unseren gemeinsamen Entwickeln von unserem Hafen, von unserer Stadt, von all das, was uns lieb und teuer ist. Ja, interessant, auch der Ansatz der Konferenz, Wirtschaft braucht mehr. Rostock kann mehr. Die nächste, unsere Trieb oder Ansatz ist Neugier. Wissenschaft, Wissenschaft, Wirtschaft. Wir werden ein OTC, Ocean Technology Campus, hier in Rostock
installieren, um den es Unterwasserforschung geht. Der erst zweite weltweit, sehr interessant neben Halifax in Kanada. Und ich glaube, uns ist allen bekannt, dass hier eine neue Welt zu entdecken gibt. Eine Welt, an der Rostock natürlich sehr gerne teilhaben möchte. Neben dem Unterwasser ist natürlich auch der Wunsch, einen nachhaltigen Hafen zu entwickeln, neue Technologien einzusetzen. Unser Ziel ist es, wenn es möglich ist, den nachhaltigsten Hafen im Ostseeraum zu entwickeln. Hierzu braucht es natürlich gebündelte Kräfte, gebündelten Einsatz und den Glauben an den Energiehafen Rostock. Es wird neue Antriebsformen entwickelt worden, werden in den nächsten 10 Jahren, wie wir hörten, nach Wunsch ein Null-Emissionsschiff. Aber nicht nur das braucht es. Es braucht Fachkräfte, Flächen, natürlich eine agile Verwaltung und Landesregierung und Bundesregierung, der bereit ist, auf der Wirtschaft zu hören, mit der Wirtschaft gemeinsam zu entwickeln. Wir brauchen natürlich Energie, frische Impulse, den Glauben an Start-ups, smarte Leute, also der Zuversicht in unsere Zukunft. Für all das will natürlich Rostock stehen. Aber wir Rostockerinnen lieben natürlich auch unseren Hafen. Wir lieben unseren Werft, das steckt in unserer DNA. Vermutlich hat jeder Rostockerin oder Rostocker entweder selber in einem Werft oder maritimen Bereich gearbeitet oder zumindest einen Verwandten. Vor 1,5 Jahren hatte ich das große Glück, einen Tag der offenen Tür im Werft zu erleben, in dem 20.000 Menschen neugierig hinter die Werftzonen schauten, um festzustellen, was wird denn eigentlich hier gebaut, mitunter die größten Schiffe der Welt für den Kreuzfahrt. Natürlich spannende Begegnungen mit Menschen, die erzählten, dort habe ich eine Lampe mal aufgehängt, hier war ich früher Installateur, hier habe ich geschweißt. Oder Menschen, die aktuell dort arbeiten. Damals habe ich gesagt, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften heute, ein Problem an einem Werft ist nicht den Lärm, den es von dort gibt. Ein Problem ist es, wenn es eines Tages dort keinen Lärm mehr gibt. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass wir weiterhin hier zusammenstehen, dass wir gemeinsam für unseren Werftstandort kämpfen, für eine sehr, sehr wichtige Industrie, die natürlich sich auch neu erfinden muss. Wie eben erwähnt, mit Neugier, mit Forschung. Und da haben wir, glaube ich, hier die besten Möglichkeiten. Da möchte ich mich natürlich ganz insbesondere beim Bund und beim Land dafür bedanken, dass sie uns bisher nicht im Stich gelassen haben und auch gute Gespräche führen. Wir sollten die nächsten Tage nutzen, um die Zukunft von morgen zu gestalten. Ein Morgen, was besser sein muss als der Tag vor der Pandemie. Also, lass uns gemeinsam und neugierig die Welt erfinden. Lass uns netzwerken und die Gelegenheit nutzen, Rostock von seiner schönsten Seite zu zeigen. Einige wenige sind ja hier, alle anderen müssen dann neidvoll herschauen. Ich wünsche uns alle eine gute Konferenz. Vielen herzlichen Dank, Herr Madsen. Es gibt auch schon erste Fragen und die Welt neu erfinden ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn die Frage wird gestellt, allerdings nicht ganz klar an wen, vielleicht wenn jemand sich berufen fühlt, darauf zu antworten. Es wurde ja sehr oft der Klimaschutz angesprochen und die Verbindung maritime Wirtschaft und Klimaschutz. Ist das vielleicht auch etwas, was man als Pendant nehmen kann, um in der Konkurrenz, weltweiten Konkurrenz zu bestehen, in Deutschland, aber vielleicht auch europäisch? Wer möchte antworten? Frau Schwesig. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Männeranteil ist hier sehr groß. Deswegen würde ich mir als erstes das Wort nehmen. Aber ich denke, Herr Altmaier kann es dann nochmal für ganz Deutschland sagen. Das ist genau der Punkt, den ich ja schon im Eingangsstatement gesagt habe. Wir glauben ganz fest daran, dass Wirtschaft und Umwelt in Deutschland und vor allem hier in unserem Bundesland zusammengeht. Und das haben wir ja schon bewiesen. Allein mit den erneuerbaren Energien, mit den großen Offshore-Anlagen haben wir neue Arbeitsplätze geschaffen, gute Arbeitsplätze. Und das haben wir jetzt ja auch vor im Bereich maritime Wirtschaft. Und deswegen werden wir heute, wir werden nicht in dieser Konferenz hier nur darüber beraten und erzählen, was alles geht, sondern wir werden es heute machen. Wir werden heute hier Europas größte Landstromanlage in Betrieb nehmen und zeigen, dass zum Beispiel Kreuzfahrttourismus, der ja kontrovers diskutiert wird, gerade Richtung Umweltschutz, dass das eben auch ökologischer geht. Und wenn es uns hier gelingt, auch mit dem großen Thema ökologische Schifffahrt sozusagen neue Meilensteine zu setzen, und AIDA ist da federführend, auch gerade was die Schiffe selbst angeht, dann werden wir hier Technologien entwickeln, die weltweit gefragt sind. Denn Klimaschutz kann ja nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern muss in der ganzen Welt stattfinden. Und da sehen wir große Potenziale, das zusammenzudenken. Wir machen das in MV. Wir haben es schon bewiesen im Offshore- und Onshore-Bereich. Aber der Offshore-Bereich ist sozusagen der zum maritimen Teil gehört.
Und wir werden es vor allem jetzt beweisen im Bereich Schifffahrt. Und da freuen wir uns auch über die Unterstützung des Bundes. Und damit gebe ich gleich an meinen geschätzten Bundesminister Herrn Altmaier. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube auch, dass wir in der Tat weltweit neue Exportchancen eröffnen können. Ein Beispiel, wo das schon geschehen ist, ist die Offshore-Windenergie. Das Unternehmen Siemens Gamesa liefert weltweit Offshore-Windparks von allerhöchster Qualität und hat diesen Ruf. Die Europäische Union hat sich vorgenommen, unglaublich große Mengen an Offshore-Windenergie rund um die Küsten der Europäischen Union zu entwickeln und auszubauen. Es gibt weltweit ein großes Wachstumspotenzial. Und was die nationale Wasserstoffstrategie angeht, die wir im letzten Jahr im Bundeskabinett verabschiedet haben, auf Vorschlag meines Hauses gemeinsam mit Andreas Scheuer und mit Kollegen. In dieser Strategie ist vorgesehen, dass wir eben nicht nur für die Produktion von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, sondern auch für den Transport eine völlig neue globale Infrastruktur schaffen. Wir werden, da wir heute schon 80% unseres Primärenergiebedarfs importieren müssen, das sind heute noch Öl und Gas und Kernbrennstäbe, nicht mehr lange im letzteren Fall, aber wir werden auch in Zukunft einen Teil unseres Primärenergiebedarfs importieren aus Ländern, wo die Sonne sehr viel intensiver scheint und der Wind noch besser bläst. Und das bedeutet, dass es dann darauf ankommt, für diesen neuen Rohstoff grüner Wasserstoff klimaneutral und umweltfreundlich dann eine Transportinfrastruktur mit Schiffen und anderem zu errichten. Es wird darum gehen, dass wir Kreuzfahrtschiffe, Transport- und Frachtschiffe ausstatten mit Brennstoffzellen, mit Wasserstoffantrieben, mit neuartigen klimafreundlichen Antrieben. Und je mehr davon wir hier in Deutschland entwickeln, desto größer wird der Markt, den wir damit beliefern können. Das ist unser Ziel und ich glaube, das wird ein wichtiges Standbein sein für die maritime Wirtschaft in den nächsten Jahren. Da schließe ich gleich eine Frage von Christian Krämer von Reuters an. Herr Krämer, wollen Sie die Frage direkt schließen? Herr Scheuer, wollten Sie noch was sagen dazu? Ja, ich möchte noch mal bei den Antrieben und bei den Kraftstoffen ansetzen. Wir müssen auch über unsere Erfolge reden. Dass strenge Vorgaben in Nord- und Ostsee von Seiten der Europäischen Union was genutzt haben, sieht man an der Verschmutzungssituation, denn die ist auf Rekordniedrigniveau. Nennen wir das Plastik, Mikroplastik, Schwefel und vieles mehr. Wir haben ja nicht nur hier in Hamburg, wo ich gerade stehe, beim BSH eine Liegenschaft, sondern auch in Rostock. Wir fahren mit unseren Forschungsschiffen raus, um die Meere sauberer zu machen. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz, wie beschrieben, die modernen, nachhaltigen Null-Emissionshäfen, auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, digitales Testfeld etc. Und das dritte ist natürlich auch die Technologie, die Antriebstechnologie und die Kraftstoffe. Dazu gab es unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hier gerade in Hamburg eine Green Shipping Konferenz, wo es sehr technisch war. Vielleicht sollten wir alle zusammen helfen, dieses rein technische Thema, was jetzt erforscht wird und produziert wird, auf eine Ebene zu setzen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland merkt, dass es da wirklich, was die Innovationen betrifft, unglaublich vorwärts geht und dass wir eben den Anspruch haben, nicht nur bei den Kreuzfahrtschiffen, sondern auch bei den großen Seeschiffen, die logistisch für uns so wichtig sind, vieles zu verbessern. Und letzte Bemerkung, wir brauchen aber auch da die europäische Ebene dazu. Ich hänge gerade seit April 2020 in einem Förderprogramm zur Notifizierung der Modernisierung der Binnenschiffe. Also klassische Motorentechnologie. Die Hülle kann zwar alt sein, aber die Technologie, die Antriebstechnologie muss modernisiert werden. Dort bieten wir mit höchsten Förderquoten die Möglichkeit, die Schiffe, die sehr mittelständisch geprägt sind, die familiengeführten Unternehmen zu unterstützen. Und da brauche ich schnellere Möglichkeiten, um diese wirklich interessanten Förderprogramme auch umzusetzen.
Vielen Dank. Jetzt würde ich die Frage von Christian Krämer von Reuters gern vorlesen. Eine Frage an Herrn Brackmann. Viele Experten sagen, ein nationaler Champion würde in der Branche Sinn machen, um international wettbewerbsfähig zu sein bzw. zu bleiben. Wie schätzt die Bundesregierung die Chancen dafür ein und was macht sie, um dies zu erreichen? Die Frage nach dem nationalen Champion wird immer im Zusammenhang mit der grauen Industrie diskutiert und gestellt. Deswegen bezieht sich das, die Fragestellung, glaube ich, auf dieses Segment. Und in der Tat befinden wir uns dort in einem weltweiten, aber auch in einem europäischen Wettbewerb, wo wir zu Konsolidierung kommen müssen und kommen werden. Deswegen haben wir sehr offensiv begleitet, auch die Gespräche zwischen den großen Werften, die im Marineschiffbau unterwegs sind, um uns hier besser aufzustellen, um dann auch künftig auf europäischer Ebene eine bessere Arbeitsteilung hinzubekommen. Und da ist eine solche Zusammenarbeit zwischen den in Deutschland beteiligten Werften extrem hilfreich, weil die Bundesregierung das Ziel verfolgt, nordeuropäisch die Zusammenarbeit zu prägen. Das machen wir sehr erfolgreich im Übrigen. Wir konnten gerade mit Norwegen den U-Boot-Bau gemeinsam unter Dach und Fach bringen. Und das ist genau die Zielrichtung, die wir verfolgen. Und da sind wir daran bemüht, uns national optimal aufzustellen für diese Gespräche dann in Nordeuropa und in Europa. Ich habe jetzt noch Fragen aus dem Saal. Sagen Sie Ihre Frage, bitte stellen Sie sich noch mal vor mit Namen und mit Ihrem Medium, bitte. Jürgen Opel, NDR. Zwei Nachfragen an die Herren Brackmann und Glawe. Herr Brackmann, lüften Sie den Schleier. Welches Unternehmen in Rostock möchte denn ein emissionsfreies Schiff bauen und wo bitteschön soll es gebaut werden? Frage 1. Herr Glawe, Sie haben angekündigt, Ende Mai ist sozusagen die Kuh vom Eis und MV-Werften. Oder sagen Sie es genauer, bedeutet das, der positive Ausgang dieser Gespräche, über die Sie geredet haben, bedeutet das, dass es auf den Werften von MV-Werften hier in Rostock, in Wismar, in Stralsund weitergeht? Bedeutet das, Kreuzfahrtschiffe wiedergebaut werden im Auftrage von Genting? Können Sie das bitte konkretisieren? Als erstes war ich adressiert, dann will ich auch als erstes gerne die Frage beantworten. Wenn wir die weltgrößten Schiffe meinen, dann sind natürlich die Reeder diejenigen, die die beauftragen. Und wenn ich gesagt habe, dass hier in Rostock der Ausgangspunkt sein wird, dann können Sie mal unter der Reederschaft in Rostock schauen. Das Besondere daran wird sein, dass ein solches Kreuzfahrtschiff mit Brennstoffzellen nicht nur im Hoteltrakt, sondern auch seinen Antrieb haben wird. Damit eben schadstofffrei und damit sind wir dann bei einer Zusammenarbeit natürlich mit denjenigen, die Hochtechnologie im Bereich der Brennstoffzellen anbieten. Die gibt es in dieser Größenordnung bisher noch nicht und wir müssen auch sehen, dass wir sie seriell anfertigen, um auch zu günstigeren Stückpreisen zu kommen. Dafür sind wieder viele andere Firmen und Betriebe auch erforderlich. Aber wenn wir diese kompliziertesten Schiffe, die es gibt, über Brennstoffzelle schadstofffrei betreiben könnten, dann wäre das ein weltweites Leuchtturmprojekt. Und das werden wir auch hier auf der NMK diskutieren. Das wäre ein deutliches Signal. Und es wäre vor allen Dingen die Botschaft, dass wenn wir die kompliziertesten aller Schiffe schadstofffrei betreiben können, dann können wir erst recht alle kleineren schadstofffrei betreiben. Und deswegen wird das das Ziel sein für diese Dekade. Klare, bitte. Ja, an den NDR gerichtet. Folgende Antwort. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Mai eine Entscheidung haben. Und das würde bedeuten, dass Global 1 weitergebaut wird und die Endeavour Anfang Juni abgeliefert wird. Der andere Teil, Weiterverhandlungen zu anderen Bauvorhaben, müsste dann sich noch anschließen. Also zum Beispiel Global 2. Aber das ist jetzt nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht jetzt die Entscheidung zu Global 1 und zu Endeavour. Und dann, wenn die positiv fällt, geht es weiter in Verhandlungen mit dem Bund, Global 2 oder andere Schiffe zu bauen. Wir haben noch eine Frage aus dem Saal, bitte.
Und nochmal vom NDR, Klaus Göbel, NDR Fernsehen, an Herrn Altmaier. Herr Altmaier, woran hängt es denn in Sachen MV-Werften? Also ich habe gehört, unser Wirtschaftsministerium hat Ihnen eine Art Brandbrief geschrieben und beide Ministerien, übrigens beide CDU geführt, sollen sich einig sein. Also beide sind dafür, dass die MV-Werften unter den Schutzschirm kommen. Jetzt soll es hängen am Finanzministerium, ist pikanterweise SPD geführt. Gibt es da parteipolitischen Hickhack oder woran liegt es, dass die Entscheidung seit nun fast mehr einem Jahr nicht kommt? Nein, ich bitte herzlich um Verständnis, dass ich als Bundeswirtschaftsminister aus den laufenden Verhandlungen jetzt nicht berichten möchte. Aber ich glaube, dass jeder, der sich dafür interessiert hat, mitbekommen hat, dass wir in den letzten 15 Monaten bereits, seit die Corona-Pandemie akut geworden ist und auch schon davor, eine sehr enge Zusammenarbeit organisiert haben zwischen den beiden Ministerien, auch unter Einbeziehung der Staatskanzlei und der Ministerpräsidentin, auch im Übrigen der Kollegen in Berlin. Diese Zusammenarbeit haben wir nicht an die große Glocke gehängt. Es war möglich, Mittel in beträchtlicher Größenordnung im letzten Jahr zu mobilisieren. Wir müssen uns jetzt kümmern um Lösungen, die Tragfähigkeit vermitteln. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen, dass der maritime Schiffbau und dass auch der Kreuzfahrtschiffbau nicht nur überleben, sondern stark bleiben. Und deshalb bitte ich um etwas Geduld. Ich kann Ihnen versichern, es vergeht kein Tag, wo nicht mein maritimer Beauftragter, der Norbert Brackmann, mein Staatssekretär Ulrich Nussbaum und aber auch der Minister, das heißt ich selbst, damit beschäftigt sind. Aber bitte sehen Sie mir nach, wenn ich es damit bewenden lasse. Ich gehe davon aus, dass wir alles tun werden, damit es zu einer vernünftigen und tragfähigen Lösung kommt. Gibt es jetzt noch eine Frage aus dem Saal? Ansonsten würde ich jetzt noch eine Chatfrage vorlesen. Die Landstromanlage war ja großes Thema, wird vom Bund, vom Land, auch zum Teil von der Stadt natürlich. Die Frage ist, was könnten das denn für weitere Vorhaben sein, wo sich Bund und Land unterstützen in Sachen maritime Wirtschaft? Gibt es da Projekte beziehungsweise allgemein, wie können sich Bund und Land unterstützen? Wer möchte anfangen? Bund und Land antworten. Wollen Sie anfangen? Dann mache ich gerne. Okay. Also ja, ich glaube, das ist bei all den Fragen der maritimen Wirtschaft selbstverständlich eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern, weil die Standorte sind ja in Bundesländern und wir haben ein Interesse daran, weil die maritime Wirtschaft so besonders wichtig ist. Landstromverbindungen, Anschlüsse, das ist so ein Beispiel. Die Länder haben diese Diskussion an uns herangetragen vor 3 Jahren. Ich habe das aufgegriffen als Bundeswirtschaftsminister. Wir haben gesetzliche Änderungen beschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass über 170 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um solche Anlagen zu bezuschussen. Diese hier ist über die GRW bezahlt worden. Wir werden künftig auch über den Energie- und Klimafonds entsprechende Zuschüsse zahlen können. Und ich gehe davon aus, dass wir nach und nach alle deutschen Seehäfen, aber auch viele Binnenhäfen umrüsten werden und damit einen Beitrag leisten werden zu mehr Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland. Aber ich gehe davon aus, dass in 10 Jahren von heute ausgerechnet eigentlich alle wesentlichen großen Schiffe über einen solchen Anschluss verfügen und dass es in allen wesentlichen internationalen Häfen die Möglichkeit dann geben wird, statt über Dieselaggregate über Landstrom die Systeme am Laufen zu halten. Wir haben mehrere Ministerien, die an den notwendigen Entscheidungen beteiligt sind, jeweils gemeinsam mit den Ländern. Das ist der Verkehrsminister Andi Scheuer, der mit seinem Ministerium ganz unmittelbar bei der Förderung entsprechender Projekte beteiligt ist. Das ist die Kollegin Anja Karliczek und das bin ich als Wirtschaftsminister natürlich in ebenso solcher Weise. Wir entwickeln ja unsere Förderprogramme mit der Industrie gemeinsam. Wir haben, das war ja auch die Tradition der maritimen Frühstücke, die ich eingerichtet habe bei diesem Minister, gibt es meistens auch was zu essen dabei, weil dann auch die Gedanken kreativ sich weiterentwickeln. Und wir haben eine Reihe von Zusammenarbeitsgremien mit Einbezug der Länder, wo wir die Förderschwerpunkte
bei der angewandten Forschung gemeinsam festlegen und dafür sorgen, dass das Geld des Bundes dann auch oftmals mit Geld der Länder noch mal gematcht wird und entsprechend vorankommt. Ja, daran würde ich gerne anschließen und sagen, was das für Mecklenburg-Vorpommern konkret bedeutet. Wir haben es angesprochen, heute konkret Europas größte Landstromanlage, die eben in Betrieb genommen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir damit gute Erfahrungen machen werden und dass es dann natürlich Standard werden muss. Das ist ja, soll ja nicht eine Einzelaktion bleiben, sondern es sollte Standard werden. Der zweite Bereich, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist die Zusammenarbeit, natürlich auch unsere Werften zu unterstützen, die Schiffbauer zu unterstützen, wenn sie neue Wege gehen, dass Schiffe eben auch ökologischer werden. Da haben wir mit dem einem Schiff von AIDA LNG betrieben durch die Meyer-Werft gebaut, wo auch hier in Rostock ein Standort ist, wo hier auch Zuliefererbetriebe dazugehören, sind wir ja schon erste Wege gegangen. Herr Brackmann hat angesprochen, dass es die nächsten Schritte gibt. Und es sind angesprochen worden die Werften, wo hier Bund und Land gemeinsam ja auch mit vielen finanziellen Mitteln unterstützen, dass unsere Werften durch die Corona-Pandemie gerettet werden. Hier gibt es eine konkrete Zusammenarbeit und ich bin sicher, dass es uns auch zusammen gelingt, hier zu weiteren Ergebnissen zu kommen und würde sehr dafür werben, dass hier Wahlkampf und Parteipolitik keine Rolle spielen darf, sondern es geht um den gemeinsamen Kraftakt von Land und Bund. Diejenigen, die in der Corona-Pandemie völlig unverschuldet in Schieflage geraten sind, jetzt durch die letzten Meter zu bringen. Denn wir haben die schlimmste Zeit der Corona-Pandemie hinter uns. Es geht jetzt noch darum, sozusagen die letzte Zeit durchzuhalten, um dann wieder hier Fahrt aufzunehmen. Wir haben weitere Zusammenarbeit ganz stark, eben auch im Offshore-Bereich. Wir sind als Bundesland mit an der Spitze, wenn es darum geht, erneuerbare Energien zu produzieren. Wir produzieren mehr erneuerbare Energien, als wir selber als Bundesland verbrauchen. Und wir haben natürlich den Onshore-Bereich. Wir sehen aber sehr starkes Potenzial im Offshore-Bereich. Und hier würden wir sehr begrüßen, dass auch mit Blick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Bundesregierung prüft, ob nicht der Offshore-Deckel weiter angehoben und vielleicht im Zweifel ganz weggenommen werden kann. Da sehen wir Potenziale. Und auch hier gibt es eine starke Zusammenarbeit. Und letzter Punkt, es gäbe noch mehr. Letzter Punkt, Herr Altmaier hat es angesprochen, der ganze Bereich Wasserstofftechnologie. Ich habe vorhin mich auf die OECD-Studie bezogen. Die norddeutschen Ministerpräsidenten sind mit der Bundesregierung im Gespräch. Wir sehen für ganz Norddeutschland. Wir denken nämlich nicht nur in Kirchturm, sondern länderübergreifend. Und ich glaube, es ist für die Wirtschaft auch wichtig, dass nicht die Potenziale an der Landesgrenze enden, sondern dass wir hier eine gemeinsame Aktion machen. Wir sehen großes Potenzial auch hier für Norddeutschland bei dem großen Thema erneuerbare Energien und Wasserstofftechnologie Weltmarktführer zu werden. Das hat die OECD uns ins Stammbuch geschrieben. Und dafür setzen wir nicht nur auf die Entwicklung der Technologien, sondern wir wollen auch hier den sauberen Wasserstoff produzieren und das gelingt. Wir hatten Bundesarbeitsminister Heil da bei einem Unternehmen Apex hier in der Nähe von Rostock im Landkreis Rostock. Rostock und der Landkreis arbeiten da ganz eng zusammen, die das erste Wasserstoffkraftwerk haben. Und auch hier bekommen wir Unterstützung, sodass wir ganz konkrete Schritte gehen. Und wir sehen gerade beim Thema Wasserstofftechnologie uns hier als Mecklenburg-Vorpommern nicht nur als Entwicklungsstandort dieser Technologie, sondern wir wollen auch Produktionsstandort werden. Wir wollen nicht, dass sauberer Wasserstoff quer durch die Welt gefahren wird, auf welchen Wegen auch immer, sondern wir wollen selber produzieren in Deutschland. Und hier sehen wir einen ganz großen Standortvorteil, weil das kann man sicher ausrechnen. Wir haben hier die Windparks in der Ostsee, auf dem Land. Und wenn es uns gelingt, aus diesen erneuerbaren Energien über die Wasserstofftechnologie die Speicherung herzustellen, dass wir jederzeit in Deutschland konstant Strom und Wärme sozusagen erzeugen können, dann ist das unser Weg für die Zukunft. Und da sind mehrere Punkte, wo wir zusammenarbeiten. Und das betrifft dann nicht nur die Wirtschaft hier an solchen maritimen Standorten, sondern sie geht bis in das Landesinnere. Ein Beispiel: in Vorpommern wird auf unsere Eisengießerei Torgelow werden zum Beispiel die Rotorenblätter für die großen Windanlagen produziert, weltweit exportiert. Und daran kann man ganz schön sehen, wie in diesem ganzen Bereich der
ökologischen Wirtschaft wirklich gute Arbeitsplätze entstehen, nicht nur an solchen Hotspots wie hier in Rostock, wo die maritime Wirtschaft stark ist, sondern bis in das Landesinnere. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Und ich kann da nur sagen, wir haben da eine enge Zusammenarbeit mit dem Bund, mit der Kommune vor Ort. Und das werden wir auch weiter forcieren. Ich hoffe, ich konnte jetzt an ein paar praktischen Beispielen aus unserem Land deutlich machen, wo dann auch diese Zusammenarbeit ankommt. Um vier ganz konkrete Projekte hier aus Rostock, die das genau aufgreifen, was Frau Ministerpräsidentin gerade gesagt hat. Das ist das Offshore-Testfeld, das hier für Offshore, das hier in Rostock eben kurz vor der Vollendung ist und damit ganz wichtige Signale für ganz Deutschland gibt. Das Weitere ist, weil wir eine ähnliche Entwicklung im Unterwasserbereich haben, das Unterwassertestfeld auch hier in Rostock, wo wir unbemannte Schifffahrt und vieles mehr dann testen, entwickeln können. Auch dafür haben wir hier Projekte. Das Dritte ist auch, was mehr als deutschlandweite Bedeutung hat, das Ocean Technology Campus, was noch einmal stärker gefördert und ausgebaut wird, auch ein solches Gemeinschaftsprojekt. Und der Deutsche Bundestag hat darüber hinaus auch für das AFZ, für die Ausbildung, noch einmal 13 Millionen Euro bereitgestellt, sodass wir auch den Bereich der Ausbildung von Mitarbeitern, die im maritimen Bereich unterwegs sind, hier in Rostock gemeinsam dann so stärken können, dass es die Möglichkeit hat, international guten Ruf zu bekommen. Also Hand in Hand, Mecklenburg-Vorpommern, der Bund, am Beispiel Rostock, da wird Geschichte geschrieben. Herr Matzen, bitte. Ich habe es so aufgenommen, dass es auch noch mal möglich war, ein kurzes Wünsch dir was von Bund und Land. Das, die Gelegenheit nehme ich natürlich gerne wahr und würde mir freuen, ein IPSI-Projekt für Rostock zu bekommen, also von besonderer europäischer Gewichtung, Gemeinschaftsprojekt, ein Netzwerk, wo wir unter Wasser Gefahrenstoffen, Beseitigung uns sehr gut vorstellen könnten, also angebunden an unseren OTC und unsere Universität in ein europäisches Netzwerk, gemeinsam mit anderen Städten, und dort ein automatisiertes zu ermöglichen. Der Bergung von Munition, es lagern immer noch 1,6 Millionen Tonnen Munition im Ost- und Nordsee. Es ist also durchaus ein sehr, sehr wichtiges Thema, was angegangen werden sollte aus europäischer Sicht. Und da wäre Rostock, glaube ich, ein idealer Standort. Wir würden, wie ich vorher sagte, ja, da wir ein sehr neugieriges Stadt sind und auf Innovationen setzen, da uns sehr darüber freuen. Natürlich auch insgesamt über die Thematik Automatisierung auf Wasser und Unterwasser. Und ja, ich wünsche einfach, dass diese nächsten Stunden dazu genutzt werden, dass wir unsere Netzwerke alle miteinander gut verbinden, weil zu neugierig heißt ja auch bereit sein, mit eigenem Wissen auch offen umzugehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige von einer solchen Konferenz, miteinander und füreinander lernen und dass wir alle nach vorne kommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Leider ist die Stunde Pressekonferenz schon vorbei. Vielen Dank, Herr Brackmann, Herr Altmaier, Frau Schwesig, Herr Klawe und Herr Matzen. Vielen Dank, natürlich zugeschaltet aus Hamburg, Herr Minister Scheuer. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass es ja unseren Livestream gibt zur Nationalen Maritimen Konferenz. Schalten Sie sich ein, das wird bestimmt spannend. Vielen herzlichen Dank.